habe ich gerade ein TikTok-Video angeguckt, das mich zum Weinen gebracht hat. Ich nehme es euch auf, wartet, wir gucken es zusammen an und dann sagt ihr mir, ob ihr weint. I waited 2,555 days for this moment. Frank, will you be my dad? Ja, das war's. Ich bin bei sowas so sentimental. Freunde, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich hoffe, ihr habt jetzt keine Tränen in den Augen, so wie ich. Der eine Mensch ist sentimental, der andere halt nicht. Es gibt bestimmt ein paar, die gerade geweint haben, ein paar nicht. Schreibt mal gerne in die Kommentare, zu welcher Sorte ihr gehört. Weil ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn man emotional so mitfühlen kann. Ich glaube, das ist eine coole Sache. Und wir haben uns heute hier versammelt aus einem guten Grund, denn wir wollen uns ein Video anschauen, in dem eine Person einen Tag wie ein TikToker lebt und im heutigen Fall wie die TikTokerin Videozeugs. Und das Video hat mich sehr angesprochen. Ich war sehr gespannt, was da so passiert, was da so, ne, wie das da so aussieht. Und wir gucken mal rein in das Ding, ohne groß schnackeln, fackeln, lang um den heißen Brei. Wir gehen rein ins Video. Lehnt euch zurück. Macht euch gemütlich. Holt euch erstmal ein paar leckere Snacks, was Leckeres zu trinken. Und dann kommt runter, lasst den Alltagsstress ein bisschen ruhen. Jetzt sind wir hier wieder im Safe Place, liebe Freunde. Wir sind hier wieder im Safe Place am Start. Jetzt wird hier entspannt Video geguckt. Entspannt, immer wenn ihr bei Cello seid, immer einen Knopf aus. Entspannung. Los geht's. Ich fühle mich wie eine Maus. Lady. So sieht das Bauchnabel-Piercing einmal aus. Wie stecke ich mir das jetzt hier rein? Gehen wir auf den Flohmarkt. Mm. Ich sehe aus wie so eine Mom, die ihre Jungen gleich vom Fußballtraining abholt. Okay, ich verstehe schon. Langweilig, ich brauche ein bisschen Freude im Leben. Einen Tag leben wie TikToker. Folge 1 Videozeug, a.k.a. Fee. Pyjama, ich bin noch nicht Feli, die Maus. Das müssen wir ganz dringend ändern. Bevor wir anfangen, gibt es wie immer die reizende Videofrage. Welchen TikToker sollen wir als nächstes machen? Soll ich einen Tag leben wie Nona oder Diana oder Jule? Schreibt gerne den nächsten TikToker in die Kommentare. Also liebe Freunde, ich wäre dafür, dass ihr alle auf dieses Video geht und schreibt, ist zwar kein TikToker, aber mach mal einen Tag YouTuber Edition mit Zero Talk. Wäre auf jeden Fall witzig. 2000er YTK Style. Was brauchen wir? Ja. Nein. Wir brauchen einen Velouranzug. Wir brauchen einen geilen Velouranzug und den werde ich jetzt kaufen und Geld ausgeben. Weil ich habe so eine Krankheit, die nennt sich, ich gebe gerne meine... ich gebe gerne mein Geld aus für Sachen, die ich nicht brauche. Ich werde einfach einen online bestellen, ich bin ehrlich. Ich werde den billigsten nehmen. Ich muss kurz meine Adresse wegmachen, weil sonst habe ich Angst, dass ihr mich kidnappt. Ich hoffe wirklich, der passt mir. Ich wusste nicht, welche Größe. Sonst habe ich Angst, dass ihr mich kidnappt. Ihre Videos gucken halt safe 99% Mädels. Obwohl, man weiß nie bei sowas, ne? Es gibt immer so ein paar komische Menschen, die dazu gucken, ne? Ihr komischen alten Säcke. Geht weg. Dann geht weg. Weil manchmal weiß ich nicht, welche Kleidergröße ich habe. Manchmal bin ich so eine S. Manchmal bin ich so eine M. Ach, das ist eine Tasse. Scheiße! Oh, ich krieg Gänsehaut von so Styropor und so Samt. Oh, bin ich Feli? Ich fühle mich wie eine Maus. Ich weiß ja nicht. Es ist... Ich bin eine Maus. Ladies. Wow. Ich habe sogar die Brille. Moment. Ich bin Feli. Ich habe sogar eine lila Tasche. Ich persönlich, ich hasse lila. Es ist einfach nicht meine Farbe. Aber ich meine, ich bin heute Feli. Ich sehe aus wie so eine Mom, die ihre Jugend vom Fußballtraining abholt und Muffins mitbringt. Aber ich bin Single geschieden, weil ich bin verliebt in einen Fußballtrainer, der aber verlobt ist, aber so langsam Gefühle für mich auch entwickelt. Und deshalb komme ich mit Muffins. Ihr denkt, das war's? Es kommt noch was Besseres. Feli Aktivität, Hashtag 02, Bauchnabelpiercing. Die süße Maus Feli hat sich ja schon vor längerem ein Bauchnabelpiercing stechen lassen und ich dachte, das sieht so cool aus. Wir brauchen das. Ich habe noch was Besseres gekauft. Ich habe ein Bauchnabelpiercing gekauft, weil Feli hat ja auch ein Bauchnabelpiercing. Aber der ist fake, weil ich werde mir kein Loch in meinen Bauch jagen. So sieht das Bauchnabelpiercing einmal aus. Keine Ahnung, wie ich es in meinen Bauch bekommen soll. Wie stecke ich mir das jetzt hier rein? Ich habe doch da kein Loch. Nee. Hä?
Also, ich habe irgendwie Angst, dass mein Bauchnabel aufgeht und ich irgendwie sterbe. Es ist drin. Ich bin gepierst. Ach, du meine Güte. Ich finde ich weiß nicht, was meine Meinung zu Bauchnabelpiercings ist übrigens, ne? Ich wollte mir da schon öfter mal eine Meinung zu bilden, aber, also ich kann sagen, ich hatte schon ein paar Freundinnen und die hatten nie ein Bauchnabelpiercing. Ich weiß nicht, ob das ein Zeichen ist, aber ich finde, es steht auch voll vielen. Also es ist schwierig. Ich habe irgendwie keine Meinung zu Bauchnabelpiercing. Punkt. Ich bin heute Feli und ich muss mir überlegen, was mache ich heute? Was würde Feli tun? Das Outfit haben wir gecheckt und ich habe mir einfach so ihre TikToks angeschaut und ich habe gedacht, Flohmarkt oder Secondhand Shop. Eine Sache, die Feli hat, ist ein Freund. Da bin ich schon mal raus. Ich bin allein. Dann Nagelstudio, weil wirklich, ich habe keine Fingernägel. Ich will so richtig lange Krallen. Auto. Feli ist immer in ihrem Auto. Wir gehen jetzt auch mit so einem Kakao oder so einem Iced Coffee. Ich sollte jeden Tag so leben. Ich habe jetzt schon mehr Spaß. Weil normalerweise liege ich einfach im Bett und gucke so TikTok-Edits von Timothy Chalamet oder Tom Holland. Ich freue mich mega. Normalerweise liege ich im Bett und gucke Edits von so Schauspielern. Ja, Feli Aktivität 3, Tasche packen für die City. Macht ja richtig oft so Videos oder TikToks, wo sie so zeigt, wie sie ihre Tasche packt, was sie mit in die City macht, was sie da in ihre Bag macht. Dann müssen wir das natürlich auch machen. Ladies, wir gehen jetzt zusammen in die Stadt und ich dachte, wir packen zusammen meine Tasche. Ich muss echt versuchen. Ladies, Maus. Ich habe hier eine super süße Zebratasche, die finde ich super, super hot. Ich brauche natürlich Handdesinfektionsmittel, weil man weiß nie. Dann muss natürlich meine Ü40 Mami Fußballspiel. Nee, falsch. Nochmal. Dann muss natürlich meine Ü40 Mami Sonnenbrille mit. Die kommt auf jeden Fall mit. Dann habe ich noch eine richtig hotte Klammer. Und man weiß nie, wie man sich die Haare wegklippen will. Ich kann mir aber richtig vorstellen, dass einige von euch sie sympathisch finden. Ne? Also sie macht echt sympathischen Eindruck. Und ich habe es ja schon 50. Millionen tausendmal erwähnt, aber ich erwähne es nochmal, weil es sind bestimmt wieder gerade Leute dabei, die das noch nicht wissen. Bei mir gucken 90%, über 90%, warte, ich guck mal, wie es aktuell wirklich ist. Aber es gucken immer über 90% Mädels meine Videos. Ich habe kaum Jungs als Zuschauer. 94%, es wird immer weniger. Wir waren mal 91%. 94% Mädels. Das ist Next Level, ne? Das ist echt krass. Also ich fühle mich geschmeichelt. Ich fühle mich irgendwo auch geschmeichelt. So ist nicht. So, auf jeden Fall schauen mich hauptsächlich Mädels und dementsprechend glaube ich, dass einige hier gerade dabei sind, die sie sympathisch finden und auch rein abonnieren werden. Und das finde ich auch gut, weil ihr könnt ja auch so ein bisschen so dieses Gefühl geben, so mäßig, guck mal, Sedo auf dein Video reagiert, du hast gerade Maximum plus Follower gemacht, so, mach mal nächstes Video diese einen Tag wie Sedo. Da muss sie sich halt einfach Tattoos so machen, ne? Das ist doch verrückt! Weil es super heiß ist, habe ich einen Mini-Ventilator. Hau rein, was ist das denn? Okay, die letzte Sache darf auf gar keinen Fall fehlen, AirPods. Weil ohne Musik geht's nicht. Und natürlich Snacks. Ich habe hier so ein Santa Shop Kaugummi. Also ich denke mir so, ich habe immer Hunger, deshalb gehen wir auf den Flohmarkt. Iced Coffee im Auto. Ladies and Gentlemen, hier sehen wir die wunderschöne süße Maus Feli in ihrem Auto mit einem Iced Coffee am Viben. Und genau das ist der Plan. Lady, habe ich was zwischen den Zähnen? Ich habe so ein Video gesehen, da war Feli in ihrem Auto und hatte so ein Iced Coffee. Mein Problem ist, wir haben keinen Starbucks oder irgendeinen Kaffee. Deshalb habe ich einfach so einen alten Starbucks-Becher genommen. Ein paar Wochen bei Starbucks und ich habe einfach den Becher behalten. Und da hat eure Maus einfach Kakao, Eiswürfel und Milch reingemacht. Ich habe mir 6 Euro... Das ist krass. Sie ist echt next level auf Dings unterwegs, ne? Sie wirklich eins... Also, Real Talk, wir haben doch neulich auf dieses Video reagiert von Feli, wo sie im Auto diese Q&A oder was auch immer... sie musste euch was erzählen und da hat sie erzählt, dass sie einen Freund hat, dies, das. Darauf haben wir ja neulich sogar reagiert. Und es sah genauso aus, dieses Video, genauso. Ich bin überrascht, positiv überrascht. Du machst das sehr gut. Sie macht sehr gut, was sie macht. Sie will einen Tag genauso sein wie Feli und sie kriegt das gut hin. Es gibt so ein bisschen so Fangirl-Vibes, so leicht, also nur ganz leicht, aber es ist halt ein Format, ne? Also wenn man wieder das als Format sieht, dann ist es halt... umso witziger, wenn sie es möglichst gleich und ähnlich hinkriegt. Und dafür muss sie dann logischerweise auch vorher viele TikToks durchstöbern und was weiß ich. Doch, ich finde es super. Oh, gespannt. Feli hat recht, so dieser Vibe im Auto. Man fühlt sich irgendwie echt wie so eine Ü40-Mom, die ihre Kinder vom Fußball abholt.
Fragen beantworten im Auto. Ich habe mich auf dieses Video natürlich vorbereitet. Ich habe mir nämlich Felis letztes YouTube-Video angeschaut. Da hat sie in ihrem Auto so Fragen beantwortet. Rate mal, was wir machen. Genau da. Mir stellt niemand Fragen, deshalb werde ich mir die Fragen einfach selbst stellen. Ich habe einfach im Internet eingegeben Fragen. Wie lang ging deine längste Beziehung? Wenn es irgendwann mal passiert, dann sage ich euch Bescheid. Da ist gerade einfach ein Pärchen an mir vorbeigelaufen. Das Universum testet mich, wirklich, es tut weh. Hast du ein Musikinstrument spielen gelernt? Also ich kann die Blockflöte. Gibt es Situationen, in denen du dich schüchtern und... Ich kann auch. Jetzt muss ich kurz überlegen. Hä, ich hab glaub falsch gemacht. Nö. Ach, scheiß drauf, Alter. Ich brauche eine Flöte. Unsicher fühlst. Die ganze Zeit. Was ist dein absoluter Traumjob? Früher als Kind wollte ich immer Chef werden. Aber ich weiß nicht von wem. Ich weiß nicht von was. Essenstester. Wenn du nur noch ein Lebensmittel für den Rest deines Lebens essen könntest, was wäre das? Kakao? Bei mir wäre es Kartoffel. Kartoffel, einfach nur Kartoffel. Leute, man kann aus Kartoffeln so viel machen. Kartoffelbrei, Pommes, Potato Wedges, Curly Fries, Kartoffelknödel. Sind Knödel aus Kartoffeln? Ja, ne? Kartoffelknödel, oder? Das ist doch richtig. Gibt's Kartoffelknödel? Ja, gibt's. Kartoffelklöße. Jawohl. Kartoffelknödel, genau. Ja, was kann man noch alles aus Kartoffeln machen? Ja, Ofenkartoffeln, Bratkartoffeln, Kartoffelpüree. Hab ich ja alles schon gesagt. Kartoffeln sind einfach nur geil, Alter. Ich liebe Kartoffeln. Und Käsekuchen. Ich liebe Kuchen so sehr. Freue mich auf den Tag, wenn ich so eine alte Oma bin und jeden Tag um 15 Uhr so meine Omi-Freunde einladen kann und wir so zusammen Kuchen essen. Wonach bist du süchtig? Vollgespuckt. Der Rest von den Fragen ist irgendwie scheiße. Die sprechen mich nicht an. Ich möchte nicht darüber reden. Da läuft einfach schon wieder ein Pärchen vorbei. So, irgendwann reicht's. Ladies, diese Feli-Aktivität im Auto Fragen beantworten, Eis, Kaffee, Kakao trinken. Ich gebe eine 10 von 10. Ich habe mich wohl gefühlt, ich hatte Spaß. Die liebe Feli ist ja so eine richtige Vintage-Maus und die macht ja auch richtig oft solche Flohmarkt-Vlogs und Flohmarkt-Hauls. Und ich habe auch schon gesehen, dass die öfter in so Second-Hand-Läden so shoppen geht, so Hosen und Klamotten und so Accessoires. Deshalb habe ich mich auf den Weg... Accessoires, auch krankes Wort, ne? Accessoires. Wie sagt Google, warte, wie sagt Google-Übersetzer das? Accessoires. Accessoires. Oh shit, krass. Okay, dann machen wir mal auf schöne Französisch. Accessoire. Accessoire. Was ist, wie ist das denn auf Italienisch? Accessori. Okay. Accessori. 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 Okay, super, hätten wir das auch geklärt. Ich machte in die nächste Stadt, um da auf den Flohmarkt zu gehen, aber es war an dem Tag so unfassbar heiß. Ich glaube, wir hatten so 35 Grad und ich bin geschmolzen in dem Velouranzug. Ich konnte draußen nicht länger als ein paar Minuten stehen, ich bin geschmolzen. Deshalb habe ich mir als neue Vintage-Maus gedacht, wir gehen in einen Second-Hand-Shop und ich muss sagen, der Vibe war richtig wild. Der war cool, weil jeder Gegenstand hat so eine Geschichte. Das Blöde war, das war ein Second-Hand-Shop nur für Möbel. Da gab es keine Klamotten, nur Möbel. Aber der Vibe war trotzdem cool. Nicht wundern, da habe ich mir so richtig fett auf die Backe gebissen, weil ich so ein Kaugummi drin hatte. Zurück zum Secondhand-Shop. Ich glaube, die coolsten Sachen waren tatsächlich die Bilder, diese alten Bilder. Die waren richtig, richtig schön. Stark. Irgendwie sah ich mal besser aus. Warte, wo ist meine Sonnenbrille? Lady, ich gebe dieser Feli-Aktivität Secondhand-Shop-Flohmarkt eine 9 von 10. Hat mich das erste Mal ein Junge angesprochen. Mich? Ich glaube, das liegt am Velour-Anzug. Ich war in der Bücherabteilung, ich habe mir so die Bücher angeschaut und dann kam einfach so ein Junge auf mich zu und fragt mich so, kannst du mir ein Buch empfehlen? Was muss ich unbedingt gelesen haben? Kennst du dich mit Büchern aus? Und ich so in meinem Kopf so, ich habe keine Ahnung. Und dann fragt er nochmal, was muss ich unbedingt gelesen haben? Ich so, du musst selber suchen. Und dann er so, wir sehen uns später und ich so... Meine Güte, das hat eine 10 von 10. Wirklich, wenn ihr irgendwo in eurer Nähe so einen Flohmarkt habt oder so einen Second-Hand-Shop, geht dahin. Aber was ist denn jetzt aus ihr und diesem Typen geworden? Ist so, war der ihr Typ, war der nicht ihr Typ? Hat sie sich einfach nur gefreut, dass er sie angesprochen hat? Oder war das, also, wisst ihr, wie ich meine? Wäre schon wichtig zu wissen. Die süße Maus Feli geht ja auch richtig oft ins Nagelstudio, macht sich so richtig schöne Nails. Das brauche ich natürlich auch. Wir haben den Velouranzug, wir waren im Auto, wir waren auf dem Flohmarkt. Was fehlt? Nagelstudio. Und falls ihr jetzt gedacht habt, ich gehe ins Nagelstudio,
Nein. So, ich liebe es, wenn mir jemand die Nägel macht. Ich finde es super angenehm, weil da habe ich schöne Nägel. Aber ich mag es nicht, mit einer fremden Person alleine zu zweit zu sein, weil dann ist immer diese Stille, wenn sie mir die Nägel macht und niemand redet und ich bin so am Handy und sie macht die Nägel, aber wir reden nicht. Für mich ist das Allerschlimmste auf der Welt, wenn man mit einer Person im Raum ist und niemand redet. Diese Stille bringt... Ich liebe das. Also, Real Talk. Massagen. Schön. Das Schlimmste bei einer Massage ist am Ende, wenn du ein bisschen eingenickt bist, so ein bisschen geschlafen hast, dass die Person dich dann aufweckt und sagt, ja, das war's jetzt. Das ist das Schlimmste. Die soll mich massieren, mich schlafen lassen und einfach gehen, wenn die Stunde rum ist. Einfach gehen. Geh doch einfach. Lass mich doch einfach liegen, Digga. Mann, ist doch nicht so schwer. Mich um. Ich hasse es wirklich. Und deshalb klebe ich mir selber Nägel auf. Ich habe hier so eine Box mit so ganz vielen Nägeln. Und Feli hat ganz oft so schwarz-weiße Nägel. Deshalb machen wir auch schwarz-weiße Fingernägel. Und ich habe einfach so einen Kleber. Und ich hoffe, ich kriege das gleich ab. Oh, der Kleber stinkt. Die sind so black and white. Deshalb bin ich immer so eine Person. Ich rede, glaube ich, immer viel zu viel. Aber ich mache das, um diese peinliche Stille zu vermeiden. Weil dann fühle ich mich immer unwohl und dann will ich immer gehen. Und manchmal in der Schule habe ich es so gemacht, wenn ich keine Lust hatte zu reden in der Pause. Und dann bin ich in der Schule einfach immer auf die Toilette gegangen, war einfach die ganze Pause in der Klokabine und es war super. Die Nägel sind auch super. Und die, wow, wow. Hand Nummer 1. Rechts wird ein bisschen schwer, weil ich bin Rechtshänder. Mein Problem ist auch, ich habe fast keine Fingernägel mehr, weil ich reiße sie immer ab. Nervös. Immer wenn ich nervös oder aufgeregt bin, dann reiße ich immer meine Fingernägel ab. Wow. Irgendwie geil. Jetzt sehen meine Hände nicht mehr aus wie von einem 12-jährigen Jungen, sondern von einer wunderschönen... Das war aber ein bisschen sehr schief, oder? Der hier ist ein bisschen weit rechts. Aber sonst super. Ein 12-jährigen Jungen, sondern von einer wunderschönen Maus oder Lady. Wow. Es passt zu der Tasche. Das Herz. Es tut mir leid, aber ich werde die sofort gleich abreißen. Wie soll ich aufs Klo gehen? Wie soll ich essen? Es fühlt sich an, als hätte ich so 10 kleine Messer an der Hand. Ich zeige euch die Nägel nochmal so. So sehen die fertigen Nägel aus. Eigentlich ganz süß. Was ich bei meiner Recherche natürlich auch entdeckt habe, ist, dass die Feli so eine kleine Fitnessmaus ist und ziemlich oft ins Gym geht. Das habe ich vergessen an einem Tag zu machen. Aber hier als Ersatz, wie ich mich durch den Sport quäle. Noch als Sport. Ich will nicht. Keine Kommentare. Ich habe keinen Bock. Das brauche ich. Fängt ihr gleich an. Kein Hallo, kein guten Tag. Mein Name ist... Hä, warte mal. Ich kotze gleich. Aber ich bin nicht ins Gym gegangen. Ich habe mir einfach zu Hause eine alte Matte geschnappt, bin ins Wohnzimmer gegangen, habe auch so ein paar Pamela Reif Workouts gemacht, so Home Workouts. Und sagen wir so, das war anstrengend genug. Ich habe geschwitzt, ich habe gelitten. Ich so Tomate. Ey, aber immerhin durchgezogen. Ich hatte heute auch vor, ins Gym zu gehen und ich werde es nicht mehr tun. Sollte ich aber eigentlich. Aber ich werde es nicht machen. Ich werde morgen gehen, okay? Okay? Okay. Machen wir morgen. War auf jeden Fall ein witziges Video, muss man sagen. Sie hat sich gut Mühe gegeben. Ich würde dem Video eine 8 von 10 geben, liebe Freunde. Und wenn sie dieses Video mit mir macht, einen Tag wie Shadow leben, dann kriegt das Video bestimmt eine 10 von 10. Und ich freue mich schon darauf zu reagieren, falls das passieren sollte. Also, ich tue dir meinen Wunsch ausäußern, dass du das gerne tun kannst. Stellt euch vor, sie ist so, sie kennt mich vielleicht, aber hasst mich voll. Also sie kann mich gar nicht leiden, findet mich sau unsympathisch oder so und denkt sich so, ach, halt der Maul, Junge, wer bist du? Okay, geht in die Kommentare bei ihr, schreibt's rein und der Link zu ihrem Video ist unten in der Videobeschreibung direkt. Ansonsten würde ich sagen, liebe Freunde, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich dafür, dass ihr so stark am Supporten seid. Ich küsse eure Herzen, egal ob auf TikTok, Insta oder... Wurde ich gerade angerufen? Nee, TikTok, Insta oder auf YouTube. Danke für euren Support. Bis morgen, 14 Uhr. Sehen wir uns wieder hier. Haben wir ein Date. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Ja, der Pegel utopisch. Guck, ich tanze tropisch.